Hallo Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich wieder was bei Too Good To Go ergattert und zwar dachte ich mir, gehe ich mal pünktlich zu einem Service Point der Deutschen Bahn und ja, dort habe ich dann glaube ich für 3,90 Euro eine kleine Rettertüte bekommen und ja, meine Ausbeute sieht wie folgt aus. Ich habe ein sehr steinhartes Brezel. Also das darf ich auf jeden Fall nicht aus dem 10. Stock fallen lassen. Des Weiteren habe ich dann hier noch ein Salamibrötchen mit etwas verwelktem Salat, Mayonnaise oder Remoulade vielleicht sogar. Und eine Scheibe Salami, das ist wirklich nicht viel, sag ich mal. Und dann habe ich hier noch zwei verschiedene Milchbrötchen gehabt. Milchbrötchen natürlich. Und ja, eins hat es leider nicht ins Video geschafft. Und dann habe ich hier noch ein Falafelbrötchen. Ich kann das nicht genau beschreiben, da ist Paprika drauf. Ich weiß nicht, ob da wieder so eine Schafskäse- oder Frischkäse-Zubereitung drauf ist oder vielleicht eine Ei-Zubereitung, ich weiß es nicht. Des Weiteren scheint da noch Rucola drauf zu sein oder ein anderer Salat. Ja, und Paprika, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ja, also ich weiß nicht, die Ausbeute ist schon so ein bisschen mager oder sie sieht schon ein bisschen sehr verwelkt aus, sag ich mal. Also ich probiere auf jeden Fall mal, ich starte dann einfach mal hier mit dem Klopper. Also, ne, da hätte jetzt auch der Nachbar klopfen können. Das ist jetzt das Brezel. Natürlich kann ich die Sachen auch wieder alle zum Leben erwecken, wenn ich hier jetzt im Backofen mache und so weiter, ne. Aber ich möchte das ja irgendwie probieren, ja, wie ich es halt eben bekomme, ne. Also ich bin ja nicht blöd. Auf jeden Fall habe ich hier das Brezel. Riechen tut es halt noch wie ein Brezel. Oh, wer hätte es gedacht? Aber mal sehen. Man muss ja positiv sehen, ne? Ich rede jetzt mit vollem Mund. Es regt den Speichelfluss an. Gehe einfach mal weiter zum nächsten Produkt. Ich gehe mal hier zu dem erfreulicheren, hoffentlich erfreulicheren, hier zu diesem Falafelbrötchen. Halt, die einzelnen Falafel sind mit so einem roten Mantel umhüllt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Höchstwahrscheinlich Paprika oder irgend so ein Chili vielleicht. Aber so gesehen riecht das eigentlich ganz gut. Probiere ich mal. Schmeckt gut. Die Falafel sind gut gewürzt, aber auch ein bisschen trocken, sag ich mal. Aber die Würze rettet das so ein bisschen. Und das Brötchen ist schön weich noch. Und die Paprika ist auch noch super knackig. Ja, von dem weiteren Belag merke ich nicht viel. Ist aber völlig in Ordnung. Also wie Tag und Nacht zu der Brezel, sag ich mal. Als nächstes probiere ich dann mal hier dieses Salami-Brötchen. Ich präpariere das nun mal eben nochmal. So ein bisschen die Scheibe ein bisschen verteilen, damit sie ein bisschen Nutzen hat. Ich weiß nicht. Beiß ich auch mal rein. Ja. Ja. Auf dem Salami-Brötchen schmecke ich alle Zutaten. Halt einzig und allein geht die Salami eben unter, weil sie nur so, ja, als eine Scheibe da vertreten ist. Ein bisschen schade. Aber sonst das Ciabatta-Brötchen oder was das hier ist, schmeckt noch recht gut. Und der Salat, ja, ist halt verwelkt, ne? Und sonst die Mayo oder die Remoulade ist auch okay. Zum Teil halt angetrocknet, aber es ist in Ordnung. Also für den Preis kann ich nicht meckern. Zu guter Letzt dann hier hoffentlich ein sehr verbesserten Höhepunkt. Es ist ein Milchbrötchen, also was erwartet ihr? Auf jeden Fall, ja, riecht gut und ich probiere es mal. Ja, auch völlig genießbar. Ich muss aufhören damit. Ja, hier auch keine Besonderheit, sag ich mal. Es ist halt einfach nur ein Milchbrötchen. Könnte auch ein Hotdogbrötchen sein. Auf jeden Fall schon eher süßlich angelehnt. Halt Hotdogbrötchen, glaube ich auch. Egal.
Auf jeden Fall schmeckt echt gut, ist auf jeden Fall lecker, schön weich und ja, ist auf jeden Fall noch essbar. Also da habe ich mal Too Good To Go ausprobiert bei einem Servicepunkt der Deutschen Bahn. Soweit ganz okay. Also, ja, ich weiß nicht. Also ich finde, die beiden Brötchen sind schon noch in Ordnung, kann man auf jeden Fall essen. Und sonst der Rest, ja, kann man mal machen. Aber ich finde, das ist schon eher auf der schlechteren Seite angesiedelt, weil ich habe jetzt schon so viele Too Good To Go Videos gemacht. Also da waren auf jeden Fall schon bessere Sachen dabei. Habt ihr auch mal Essen vor der Tonne gerettet, also Too Good To Go Style mäßig? Lasst mich einfach mal in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Schmokofatz. Hallo Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich mal wieder ein Too Good To Go Tut. Hallo Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich mal wieder ein Too Good To Go Video gedreht oder... Ne, ich bin ja gerade dabei. Scheiße. Heute ist der Tag des... Ich rede mit offenem Mund. Des offenen Mundes. So. Also da habe ich mal Too Good To Go ausprobiert beim Servicepunkt der Deutsch... Der Blub. Also da habe ich mal